Der nächste Redner ist Martin Engelberg von der ÖVP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, ich hatte ja die Ehre, auch beim Kapitel Kunst und Kultur beim Programm der Bundesregierung mitzuarbeiten. Und da haben wir uns ja insbesondere auch zu drei ganz wichtigen Dingen bekannt. Das eine ist zu den hervorragenden Leistungen der Kunst- und Kulturszene in Österreich, zur öffentlichen Förderung und Verantwortung gegenüber der Kunst und Kultur und natürlich auch zur uneingeschränkten Freiheit der Kunst, insbesondere auch der zeitgenössischen Kunst. Ganz im Sinne auch des Wahlspruchs der Wiener Sezession, der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Eines kann man heute auf jeden Fall schon sagen und das gilt es auch anzuerkennen. Ich bin auch sehr oft darauf angesprochen worden, dass wohl damit zu rechnen ist, dass diese Regierung gerade im Bereich Kunst und Kultur große Einsparungen vornehmen wird. Fast hämisch darauf angesprochen worden. Und ich bin wirklich stolz, dass diese Regierung, dass dieser Minister es durchgesetzt hat, obwohl in den meisten anderen Ressorts Einsparungen gemacht wurden, dass es da nicht zu Einsparungen gekommen ist. Und auch alle Vorredner der Opposition haben das ja bestätigt und müssen jetzt sozusagen irgendwelche Argumente finden, warum das vielleicht doch nicht so toll ist. Ich finde, es ist toll, es ist eine erfreuliche Entwicklung und es gilt wirklich Respekt und Anerkennung der Regierung und dem Bundesminister dafür auszusprechen. Ich denke, dass auch die Arbeit des Kulturteams, und hier haben wir ja nicht nur den Minister, wir haben auch die Kultursprecherin, meine Wenigkeit, auch andere, die in der Kulturkommission, im Kulturausschuss tätig sind. Wir haben schon einiges, denke ich, bewegt. Das erste Mal, was ganz wichtig ist, dass wir die ganzen offenen Probleme und Sachfragen sehr sachlich und überhaupt nicht parteipolitisch angegangen sind. Es ist gibt eine ruhige und faire Abwägung der Probleme. Es gibt viele vom Vorgänger, Herrn Trotzter, begonnene Initiativen, die aufgenommen und fortgesetzt werden. Nicht alles ist partout schlecht, was von Ihnen begonnen wurde, im Gegenteil. Und der Minister hat es auch immer so gesagt, wir wollen im besten Sinne nicht Politik in der Kunst- und Kulturszene machen, sondern für diese. Und ich glaube, für eine so sachlich orientierte Politik muss man auch ein Stück Anerkennung auch aussprechen. Auch das Gedenkjahr 2018 ist ein wichtiger Teil des Regierungsprogrammes. Und hier hat die Bundesregierung jedenfalls in ihrem Regierungsprogramm ein ganz klares Bekenntnis gegen jede Form des Antisemitismus abgegeben und sich ganz klar zur Mitschuld und Verantwortung Österreichs an den Verbrechen der Zeit des Nationalsozialismus bekannt. Ich habe das extra nachrecherchiert. In dieser Form und Klarheit stand das bisher noch in keinem Programm einer österreichischen Bundesregierung. Auch das gilt es auch einmal anzuerkennen. Es gab in den letzten Wochen und Monaten schon einige bemerkenswerte Gedenkveranstaltungen, insbesondere das vom Nationalratspräsidenten Sobotka organisierte im Jänner, auch im März. Ich denke, die Reden des Bundespräsidenten, des Bundeskanzlers, auch des Kulturschaffenden André Heller in der Hofburg werden uns sicher in Erinnerung bleiben. Eines ist mir noch ein wichtiges Anliegen, nämlich dieses Projekt der Gedenkmauer für die Namen der Ermordeten in der Zeit des Nationalsozialismus. Ich halte das für einen wichtigen Schritt. Ich glaube, dass es für viele Menschen, auch für mich, ein persönliches Anliegen war. Und zwar mit folgender Überlegung. Die Opfer der Shoah, die Namen von ihnen sollen hier angeführt werden, weil jeder Mensch hat einen Namen. Und es ist ein wichtiger Leitspruch des Gedenkens. Und für viele Opfer, das sollten wir nicht vergessen, gibt es heute nicht einmal einen Grabstein, an dem ihrer gedacht werden kann. Und das ist gerade in der jüdischen Tradition ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß von vielen Nachkommen von Menschen, die hier ermordet wurden, dass sie nach Wien kommen und eigentlich gar keinen Platz haben, um das Gedenken ihrer Vorfahren hier überhaupt wahrnehmen zu können. In diesem Sinne ist es auch ein
Mahnmal für diese Menschen, aber auch für die zukünftigen Generationen, um sicherzustellen, dass so etwas nie mehr wieder passiert. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Signal dieser Bundesregierung und auch da wieder gebührt dieser Bundesregierung respektvolle Anerkennung. Ich möchte damit schließen, dass ich glaube und überzeugt bin, dass wir in den ersten fast Wochen, sind ja kaum wenige Monate, schon einiges gerade in diesem Bereich in Bewegung gebracht haben. Und ich bin auch stolz darauf, dass das gelungen ist und bin auch sehr optimistisch, dass wir viele weitere tolle Projekte gerade im Bereich Kunst und Kultur voranbringen werden. Vielen Dank. Die Regierung habe durchgesetzt, dass es im Kulturbereich nicht zu Einsparungen kommt, so Martin Engelberg von der ÖVP. Er lobt die Arbeit des Kulturministers und des Kulturteams.